Das ist 5 cm. Nein! 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 Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Motivation hält sich in Grenzen, weil es so ziemlich das saudämlichste Video ist, das ich überhaupt gemacht habe. Ich habe nichts zu gewinnen, nur zu verlieren. Dementsprechend komme ich auch schon ein bisschen ins Schwitzen, weil ich nervös bin. Was spielen wir heute? Ja, in letzter Zeit haben wir kreative Ideen, aber was mir da eingefallen ist, weiß ich selber nicht. Wir spielen heute alles, was ich nicht blind errate. Bekommt der Markus, ein Assistent. Du freust dich, gell? Ich freue mich. Das heißt, er gibt mir Dinge von egal wo. Aus meinem Kleiderschrank, von meinen Hosen, von mir aus kannst du auch meine Tasche nehmen, aber die Chancen sind relativ hoch, dass ich die erkennen werde. Und auch meine Sneaker. Er gibt die mir in die Hand, ich habe verbundene Augen und alles, was ich nicht erraten kann. Also ich errate die Marke oder sonstiges, das bekommt er geschenkt. Das ist das Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Bevor wir loslegen, kurzer Reminder, es ist bald soweit. 4. August, die offizielle Vorstellung zum Pre-Drop für die neue Kollektion Ennian Erotica. Wir haben jetzt lange gewartet, alle gemeinsam sitzen wir schon auf Nadeln, aber am 4. August ist es soweit. Vorbestellungsvorstellung und am 6. ist dann der offizielle Pre-Drop. So, ich will es gar nicht sagen, aber ja, fangen wir an. Let's go, ich verbinde mal die Augen. Scheiße, Alter. Scheiße. Ich sehe halt gar nichts, gell? So, ich muss mir nur meinen Mund ein bisschen freimachen. So, ich sehe nirgends was. Ich kann auch nicht nach unten schauen, gar nichts. Kannst du auch kurz mal schauen, ob ich da irgendwo rausschauen kann? Aha, mach weiter. Es ist ziemlich angenehm. Es ist eh gar nicht heißer drin. Was habe ich mich da eingelassen? Das Schlimme ist, das war sogar meine Idee. Du kannst nehmen, Schuhe geht, Hosen geht, alles. So. Ein Hoodie. Okay. Fuck! Warte. Ja. Oha! Das ist unser erster MEM-Pullover. Ganz anderer Stoff noch. Wahnsinn. Oh! Hätte ich den verloren, ich habe nur einen einzigen davon. Ich habe mich schon gefreut. Oh! Wie viel machen wir überhaupt? Machen wir drei, gut? Bis ich drei Sachen habe, oder? Oha, es geht einfach um alles. Wenn du was von M&M nimmst, ich habe immer nur eines. Am besten Jack the Ripper Hoodie, oder? Fix, der wäre richtig krank. Okay, ja. Ah, das ist das Amiri-Shirt, das weiße. Ja, das war einfach. Ja, bist du schon nervös? Ja, schon. Was machst du eigentlich? Wir haben die gleiche Größe. Das ist, ja, das ist halt das Lässige. Was soll ich machen? Ich habe halt einen überfüllten Kleiderschrank dann vielleicht. Wir müssen schon eine Grenze machen. Wie viel Stück machen wir? 8? 8 zum Erraten? Ja. Okay. Weil 8 ist gut, oder? Sonst machst du es ja so lange, bis ich mal verkack. Das einmal. Ein Sweater, okay. Ah, warte. Nein. Oh, ah, kein Sweater. Ein Shirt? Oha, das so dick ist. Ja, okay. Das ist M&M auf jeden Fall mal. Merke ich im Seitenetikett. Und ich glaube, wenn da nichts drauf ist, dann ist. Nein, das ist nicht Tabula Rasa. Das ist ein M&M-Shirt aus der vorletzten Kollektion. Wurscht, M&M. Ja, M&M ist was. Und was war's? Das blaue Family. Special Edition. Ah, okay. Boah. Hör auf, nimm nicht so viel M&M. Aber ich will. Wie ich sage, es ist ein Sweater, weil es so dick ist. Hätte halt easy ein Sweater von. Ja, okay, das habe ich gleich mal, das represent. Den wäre jetzt auch ein bisschen schwerer vorstellen. Naja, das ist der, wie es ist. So, wie viele Sachen haben wir jetzt schon? 4? Ja, wurscht. Wie ist der, Chef, wir machen das und ich verliere nicht. Kein einziges Ding. Das wäre geil. Solange du herumfuschst, nimmst du es von irgendwo ganz unten raus. Ed Hardy. Yeah! Bam, bam, bam! Bist steppert, okay? Läuft. Sollen wir irgendwo nochmal testen damit, weil die glauben ja sonst, ich fake das irgendwie. Wie viele Finger zeige ich? 3. Nein. 5. Das ist eine Miltech-Hose.
Wofür machen wir das überhaupt? Ja, ja. Ja. Das sind Schuhe, oder? Ja, kann der Schuhe aufbringen. Das ist der. Jetzt nur die Frage, ob schwarz, orange oder blau ist. Ja, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall der Dunk Low. Mhm. Warte, ich kann es anhand, wie sehr er pickt, kann ich sagen, ob ich schon fort war damit oder nicht. Es ist entweder der schwarze oder der orange. Ich sage, es ist der. Er pickt schon ziemlich, der Orange. Nein. Fuck! Aber der gehört jetzt nicht dir. Doch. Nein, ja, ich könnte nie die Farbe erraten. Ich habe den Schuh erraten. Nur einer gehört jetzt nicht. Ja, okay, passt. 10 Uhr noch. Ja, wäre eigentlich so schwierig, oder? Ich glaube, das mit den Uhren, das würde ich am einfachsten mal erraten. Das ist ein Hemd. Mhm. Es kann eigentlich nur das 5 cm sein, aber das sage ich noch nicht. Scheiße. Ja, es ist 5 cm. Nein! 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 Was ist es? Das ist schon gemütlich. Danke! Nein! Nice! Nein! Ja, das war jetzt einmal ein bisschen schwieriger. 450 Euro weg. Das heißt auch noch nicht so lange. Scheiße! Gefällt dir das überhaupt? Ja, es geht. Man kann es verkaufen. Alter, na, das habe ich zweimal angehabt. Fuck! Ich habe vergessen, dass ich das habe. Ja. Scheiße! Na, so lustig ist das gar nicht. Scheiße! Sind wir fertig, oder? Ja, bei dem muss das jetzt auch noch so gehen. Und dann bin ich glücklich. Ja, du willst ja nur, dass ich mein Hoodie nicht errate. Weil ich glaube fast, dass du in Jack the Ripper hergebracht hast. Stimmt's? Ja. Ja. So, wie viele Sachen haben jeder will diesen Jack the Ripper Hoodie. Wo der rausgekommen ist, hat es ewig gedauert, bis der ausverkauft war. Aber jetzt will ich noch einmal jeder haben. Okay, machen wir noch zwei Pieces. So, nehmen wir das, gell? Ah, das ist. Das weiß ich sofort, das ist das Gallery Depth Shirt. Jawohl. Bei dem Stoff, da glaubst du, dass da 40 Jahre das Handtuchkleber haben. Ja. Schwierig. Na? Du. Scheiße, der Jacques Mühem. Was brauchst du? Ist ja wurscht, ich hab die Marke eh nicht aussprechen können. Ist jetzt noch nicht richtig. Jacques Mühe. Jacques Mühe. Wie wir das extra gegoogelt haben, ich kann es trotzdem machen. Scheiße! Müssen wir noch einen Schuh bringen? Wo geht's hier hin? Ist nicht da drüben die andere Seite? Wo stehe ich denn? Ist nicht da der Ausgang? Idiot. Da ist die Kamera, oder? Elias? Weil da die zwei. Fix und das erkennst du aber so. Nur maximal die. Das ist dieser Hoche. Der ist gar nicht hoch. Das ist der. Oha! Warte! Ich würde jetzt als erstes sagen, der Paris Dunk Low, aber. Oh, jetzt habe ich Angst. Ah, warte. Ja, Paris Dunk Low. Ich kann noch nicht einmal sagen, ob das stimmt. Dieser hellblaue Jordan. Ja. Warum sage ich den Dunk? Weiß ich auch nicht. Aber, das ist richtig, ja. Eins noch und dann sind wir fertig, bitte. Bist du nervös oder was? Ja. Ich habe mein Hemd verloren. Das hat 450 Euro gekostet. Allein, wo dieser Lenny da meinen. Marcella, wo die bekommen hat, habe ich schon geblutet vom Herzen. Was? Nein, ich glaube, das ist einfach. Ich glaube auch. Ja, wenn da zum Geraten. Das letzte. Ja. Okay. Obwohl, das könnte vielleicht schwieriger werden. Mein erster Guess wäre direkt wieder. Nein. Oha, okay. Das könnte halt irgendwas auch sein. Ja. Blindenschild. Nein, das steht immer ein bisschen raus. Das ist frisch gewaschen. Ist es das jetzt Hardy? Ja. Boah, Gott sei Dank, wenn das weg gewesen wäre. Ah, da bin ich. Alter. Oh, das habe ich eh noch gut überlebt eigentlich. Ein neues Bies. Ja, verdienterweise, also unverdienterweise. Unverdient. Bitteschön, das ist dein Gewinn.
Sehr gerne, hab viel Spaß dabei. Fuck, ich hätte es auch an dem Ding da hinten erkennen. Ja, egal. Seid ihr gegönnt. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ja, liebe Leute, ich hoffe, euch lasst keinen Like da, weil das heißt dann, dass wir das nochmal machen sollen. Also kein Like da lassen, wenn es euch gut gefallen hat, lasst auch kein Like da, sondern kommentiert irgendwas. Ah, schreibt drunter, wie sehr das gefaked war von uns. Was alles, welche Möglichkeiten bestehen könnten, dass wir das am besten gefaked hätten. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Nicht vergessen, 4. August, Vorstellung von MEM Erotica und am 6. August dann der offizielle Pre-Drop. Haben wir noch irgendwas zum Ausrichten? Das war's schon, oder? Das war's. Kommen jetzt noch sehr viele spannende Formate. Es geht so weiter in einem Aufwasch. Wir sind schwer motiviert und geben Gas. Das war's von mir, euer Jacques Gemühloser Maximilian.